Hallo liebe Teilnehmer, in diesem Video möchte ich euch das Peer-Tutoring erklären. Was ist das überhaupt? Das Peer-Tutoring ist das Kommentieren der Beiträge von anderen und ist Teil eurer Leistung für die ECTS-Punkte. Da ihr nur alle 3 Wochen dran seid mit dem Kommentieren, ist es wichtig für euch zu erfahren, wann ihr dran seid. Hierfür loggt euch bei uBlocks ein und geht in die Gruppe Erfolgreich studieren mit dem Internet. Wenn ihr in der Gruppe angekommen seid, klickt auf Feedbacker und geht dann zur Aufgabenübersicht. Schaut euch nun genauer diese Tabelle an. Ihr seht oben in der Zeile verschiedene Module aufgeführt. Das sind die Module, die ihr immer bei den Aufgaben mit angibt. AR, A-L, B-R und so weiter. In der Spalte seht ihr 3 verschiedene Gruppen. Ihr seid in einer dieser 3 Gruppen eingeteilt worden und eure Gruppe ist die, die schwarz umrandet ist. In meinem Fall ist es die 1. Gruppe. Betrachten wir nun diese Gruppe genauer. Wenn ein K dort steht, zum Beispiel wie bei mir bei A-R, müsst ihr 3 Beiträge zusätzlich zu eurem Blogbeitrag kommentieren. Bei einem B müsst ihr keine weiteren Kommentare schreiben, ihr dürft aber gerne freiwillig Beiträge eurer Kommilitonen kommentieren. Um jetzt zu sehen, welche Beiträge ihr kommentieren müsst, klicken wir auf Blogbeiträge. Mir wurden in dem Modul A-R folgende 2 Blogbeiträge zugewiesen. Einmal den von Katrin und einmal den von Laura. Exemplarisch beschäftigen wir uns jetzt erstmal mit dem 1. zugewiesenen Beitrag. Wir sehen als erstes, von wem der Beitrag geschrieben wurde, wie der Titel des Beitrags ist und auf welchem Blog er geschrieben wurde. Eure erste Aufgabe ist es, den Beitrag auf dem Blog zu besuchen, ihn euch durchzulesen und einen Kommentar darunter zu verfassen. Ganz wichtig ist es, dass ihr halt auch Bezug zu dem Beitrag nehmt. Zum Beispiel ist es hier bei Katrin so, dass sie gerne Haus- und Abschlussarbeiten besser organisieren möchte. Wenn ihr den Kommentar verfasst habt, müsst ihr noch den Capture-Code eingeben. Das ist diese Folge mit den Buchstaben und Zahlen. Als letzten Schritt drückt ihr noch auf Post, sodass dieser Beitrag gepostet wird. Wenn ihr dies getan habt, erscheint euer Kommentar unter dem Beitrag. Manchmal ist es halt so, dass der Beitrag noch moderiert werden muss und freigeschaltet wird, bevor er für alle sichtbar ist. Habt ihr dies getan, geht ihr zurück zu der Gruppe unter Feedbacker Blogbeiträge und seht noch dieses leere Textfeld. In dem leeren Textfeld fasst ihr in einem Satz das Hauptaugenmerk des ganzen Blogbeitrages zusammen. Falls euch der Beitrag gefallen hat, setzt noch einen Beitrag bei eStudy Rundschau. So erscheint dieser in der nächsten Rundschau und wird auch für andere Studenten noch einmal akzentuiert. Bei Fragen, die ihr im Beitrag nicht klären könnt, könnt ihr auch Haken bei den Tutoren setzen. Diese schauen sich dann diesen Beitrag genauer noch einmal an. Seid ihr fertig damit, klickt ihr auf internes Feedback eintragen. Dies ist ganz wichtig, da sonst das ganze Geschriebene nicht erscheint. Analog verfahrt ihr dann mit dem 2. euch zugewiesenen Beitrag. Falls ihr nur einen Beitrag zugewiesen bekommen habt, geht ihr nochmal auf die Aufgabenübersicht und geht unter die Tabelle. Hier könnt ihr manuell euch einen Beitrag zuweisen lassen, indem ihr einfach aussucht, zu welchem Modul ihr den haben möcht. Dann klickt ihr einfach auf das Modul und klickt auf Zuteilen. Und sobald ein Beitrag gefunden wurde, wird er euch zugeteilt und ihr findet unter Blogbeiträge euren 2. bzw. 3. Beitrag, den ihr kommentieren könnt.